Moin, meine Kampfkumpel-Zwerge, und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Planet Crafter. Ihr Lieben, in der letzten Folge hatten wir die Wächterschlüssel eingesetzt und jetzt wollte ich eigentlich das nächste Tor suchen und jetzt bin ich zufällig irgendwie hier, da habe ich das Teil gefunden. Ich bin jedenfalls sehr leicht verwirrt. Aber wir gucken uns das hier mal an. Vielleicht kommen wir jetzt hier zu einem Tor. Nein. Schön wär's. Ich werde alles tun, um diesen Planeten zu verlassen. Ich musste tief graben, um die Ressourcen zu finden, die zum Bau einer Startplattform benötigt werden. Die Stürme sind in letzter Zeit seltener geworden. Ich muss einen großen Meteoritenkrater finden, um die Plattform auf den Grund zu bauen. Grund? Um vor den Winden geschützt zu sein. Die Magnetfelder dieses Planeten sind völlig verrückt. Das sehe ich zum ersten Mal in meinem ganzen Leben. Noch einmal verlasse ich diesen Unterschlupf in der Hoffnung. Kennen wir doch schon. Kenne ich doch schon. Habe ich schon mal gesagt, ich bin sehr schlecht, was mit Koordinaten zu tun hat, die zu finden. Besonders wenn man keinen Wegpunkt oder sowas ähnliches hat. Ist leicht nervig. Ja, ich hätte gerne einmal Bilder. Nein. Ach mein Gott, dieses Handy, ey. Nein. Weg damit und. Also 1565 und 109. Das ist auf jeden Fall die Tiefe. 109 ist die Tiefe. Hi, Kumpel, ich würde dich gerne mitnehmen. Ah, oh, kann ich sogar auch. Komme den irgendwie näher. Ich dachte gerade. Oho. Soll denn hier was sein?
3 Stück sogar. Oh mein Gott, und es wird dunkel. Nein! Wir können das bauen. Ich würde gerne dafür richtig schön viel Licht haben. Weil irgendwie habe ich das Gefühl, wir verpassen so einiges. Wir kommen in die nächste Stadt vielleicht. Ich muss niesen. Uiuiuiui. Gottchen. Der ganze Berg verschwindet. Habe ich ein bisschen Nahrung noch. Vielleicht sollte ich warten, bis alles verschwunden ist. Nicht, dass ich durch die Karte fliege. Interessant. Ich glaube, ich weiß, wo wir jetzt hinkommen. Ah, jetzt kann ich nicht mehr fliegen. Schade. Ui. Wasser. Wasser trinken. Oh mein Gott. Kann ich einfach so machen. Ah, guckt mal, die Stadt, die wir, wo wir fast reingeglitscht wären. Sieht so ein bisschen aus wie im Dschungel von Conan Exile. Sieht schon nice aus, oder? Ups. Gut, wir gehen erstmal. Oh, da unten ist was. Hast du Koordinaten? Nein. Jetzt müssen wir das ganze Gebäude so ein bisschen durchsuchen. Wir fangen erstmal ganz links an. Vielleicht sollten wir unten erstmal durchschauen. Und dann die Etage wechseln. Ich kann Pulsare jetzt bauen. Sehr schön. Ist das was? Wir trinken und dann schauen wir mal. Ja, wo fange ich denn jetzt an? Ich gehe jetzt einfach in die Mitte durch. Okay. Wir lebten einmal. Das tut mir jetzt aber sehr leid. Das machen wir sofort. Wie gesagt, wir schauen uns erstmal. Hier oben, da sehe ich schon den nächsten.
gesagt, ich sollte nicht so schnell machen. Oh. Warum? Dass man das wahrscheinlich da unten sieht. Oh Gottes Willen. Was habe ich hier? Nichts. Boah, sind die Farben kräftig. Da kann ich hochklettern. Das hat nichts zu bedeuten. Uiuiuiui, Hilfe. Ah, guck mal, ein drittes Teil. Teil, dass ich so massiv voll bin. So, das haben wir auf jeden Fall. Oh Gott. So, andere Seite. Vielleicht finden wir ja noch ein viertes. Schreit er schon förmlich nach noch mehr. Hätte ich das gewusst, hätte ich noch ein bisschen Nahrung mitgenommen. Aber nur ein bisschen. Man baut so einen mächtigen Palast und man braucht dafür... Und man packt diese Teile draußen hin. So, so. Das haben wir. Kann ich abkürzen? Mein Gott, die Schwerkraft scheint hier richtig mächtig zu sein. Gut, ich glaube, wir haben jetzt alle Teile, die wir brauchen. Ui, 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 oh Gottes Willen. Komm schon, wir trinken hier was. Und dann gehen wir weiter. Und schauen uns mal da um. Wir speichern. Es fehlt noch eins. Hier noch eins? Okay. Das haben wir. Ich hab's gesehen. Ganz gut versteckt. Naja, halbwegs. Naja, eigentlich offensichtlich, aber wer da nicht hinguckt. Es
lässt mich rein. Gott, so eine Haustür möchte ich auch mal gerne. Wenn jemand dann klingelt und mich besuchen möchte, dauert das erstmal. Warte, ich muss erstmal die Tür aufmachen. Und die Tür war verschwunden. Hallo? Lebt noch einer? Oh, Schmetterlinge. Oh, kann man ein paar klauen? Für die Wissenschaft? Abbauen? Goldene Kisten, ich wollte rote gerade sagen. Wieder einmal befällt unser Volk eine Katastrophe. Wenn die Vorhersagungen stimmen, wird der Meteor den Planeten in nur wenigen Tagen treffen. Die Städte, die wir gebaut haben, die Pracht, die wir geschaffen haben, werden fallen. Unsere Künste, Traditionen, Entdeckungen und Leben werden verschwinden. Wieder einmal steht uns die Zerstörung bevor, aber dieses Mal werden wir nicht fliehen, wie wir es vor Generationen getan haben. Was bringt es, davon zu laufen, wenn der Untergang einen so heftig verfolgt? Unser Schicksal akzeptiert, stolz auf das, was wir waren, unsere Werten treu geblieben. Unsere Geschichte wird unter der Asche von Flammen und Staub verschwinden. Wie ein Schmetterling, schön und vergänglich. Es ist Zeit, unser Ende zu finden. Oh! Oh. Was ist das denn? Mutagen! Ein Schmetterling, ein Goldener sogar. Oh, den nehme ich mit. Alles mitnehmen, was wichtig ist. Die auf jeden Fall. Und den Chip natürlich. Haben wir sonst alles? Wir können Fischis machen, Leute! Wir haben's erlernt! Wir können jetzt auch Schmetterlinge züchten. Oh Gott, das war ein Riesending. Das werden jetzt. Wenn wir jetzt auch machen, so, also war dieser Planet mal bewohnt, dann kam ein Meteor, den wir vor längeren Folgen da hinten beim großen Krater entdeckt haben und der hat dann alles vernichtet. So, so. Und jetzt sind wir hier wieder drauf gestrandet und bringen alles wieder zum Erblühen. Läuft. Gut, dann würde ich sagen, ich glaube, die Stadt haben wir erforscht. Wir können wieder zurück. Hä? Okay, lade alles. Und hauen auf jeden Fall ein paar Schmetterlinge jetzt rein. Goldene Schmetterlinge. Bin ich. Oh, ich kann ja wieder fliegen. Sehr schön. Ich hoffe, ich werde diesen Ort irgendwann mal wiederfinden. Noch eine Koordinate, wo ich im Berg verschwunden bin auf einmal. Wir können
Fischschießen machen. Oh ja. Yeah. Fische, 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 Fische. Kommt da gerade was auf mich zu? In meine Richtung? Schön. Na, das freut mich, ja. Wir werden nach Hause fliegen. Schmetterlinge erstmal reinpacken. Ach, die Schmetterlinge können wir, glaube ich, noch nicht machen, weil wir die erstmal erlernen müssen. Nee, wir haben doch jetzt die Larven. Ah. Wartet, lass mich erstmal kurz nach Hause in Sicherheit fliegen. Guten Tag. Oh. Aber nur eine Larve. Ich bin gerade leicht verwirrt, wartet mal. So, wir packen hier erstmal alles rein. Den Pulsar kann ich eigentlich bei mir lassen. Die Stäbchen packen wir rein. Die packen wir hier auch rein. Das auch. Osmium, komm mal bitte mit. Pulsar. Die Zellulite. Habe ich keinen Platz mehr. Es läuft. Osmium. Und die Legierung. Ich sollte mir vielleicht noch ein bisschen Essen mit einpacken. Heute gibt es Kürbis. Zwiebeln. Die Dinger sehen aus wie Zwiebeln. So, bisschen Wasser. Dann lasst mal kurz schauen. Ich gehe mal kurz zu einem unserer Schmetterlingsfarm. Oh ja, wo baue ich die denn hin? Ich habe keinen Platz. Was will ich denn hier? Lass mich irgendwo noch was Grünes haben. Bitte lass mich irgendwo noch was Grünes haben. Oh. Oh. Das wollte ich jetzt nicht. Perfekt. Ich habe auch geschafft, alles reinzupacken. Respekt. Nein. Die wollte ich reinpacken. So. Ich weiß nicht, wo ich unsere, ich nenne es jetzt mal Gäune. Ich glaube, ich weiß, wo ich die hinpacke. Wenn ich da noch Platz habe. Aber das scheint mir ganz so. Ich weiß wo. Ich bin so ein Genie. Ich bin ein Held. Ich. Ach, Mann. So, nochmal Dünger. Dann brauchen wir zwei davon. Und einmal Methan. Methan bekommen wir momentan wirklich sehr viel. Nicht? Also ein bisschen müssen wir hier noch bauen, ne? Und so ein bisschen neu sortieren eigentlich. Ach Gott, meine Güte, ey. Oh.
Jetzt kann ich. Habe ich noch Energie? Ich glaube, ich habe noch Energie. Ja, das sieht nach Energie aus. Wir werden jetzt so einen Schuss nach oben bekommen. Guck mal, es ist golden. Ich glaube, wir haben doch keinen Schuss nach oben bekommen. Hübsch. Finde ich sehr nice. Es ist arschdunkel hier. Was ist denn hier los? So, lasst mal schauen. Wie sieht denn jetzt unser Status aus? Ja, gut. Irgendwie ist da jetzt gerade nichts passiert. Ich hätte sie sonst hier noch hingepackt. Schmetterlingsfarm. Oh, das wird dauern. Das wird dauern. Aber was ich jetzt bauen werde... Oh, ja. Seide. Gott sei Dank habe ich Seide. Gott sei Dank. Drei Stück. Gott sei Dank hatte ich schon Seide gebaut. Die goldenen Teile. Hatte ich noch ein paar davon? Gott sei Dank, ja. Und eine Legierung. Und die gute. Oh Leute, es geht los. Wir haben bald Fischies. Mach mal hinne. Nein, ich brauch B. Glaub ich. Ich glaube, ich brauch B. Und ich glaube, wir werden uns gleich mal hinsetzen und unsere Hütte ein bisschen größer bauen. Ach ja, unsere Schmetterlingsfarm. Nehme ich. Inventar voll. Haben wir. Muss ich mal gucken, ob ich das hinbekomme, dass ich noch weiterbauen kann. Besser gesagt, ausbauen. Zumindest das Lager. Ach du Heiliger. Ich brauche Schränke. Sehr viele Schränke. So, meine Lieben, wir werden... Ist jetzt die Frage, wie ich das mache. Ob ich ein ganzes Abteil da noch einfach hinsetze oder... Ich glaube, ich setze einfach jetzt hardcore ein ganzes Abteil da nochmal hin.
Wir haben weiter ausgebaut. Da kommt schon die nächsten. So, wo wir... Ja, Osmium. Legierung. Oder? Kann das sein, dass die Scheiße irgendwie immer auf mich abvisiert hat? Anvisiert hat? Die Scheiße, genau. Nee, sind doch keine Legierungen. Gut, meine Lieben, aber ich würde sagen, ich werde hier ein Folgenpäuschen machen. Ich bedanke mich jedenfalls fürs Zusehen. Und bis zur nächsten Folge. Ciao, ciao.